Ich will ja jetzt rüber. Ich will mit meine Leichen fleddern. Dammit. Wie komme ich jetzt da? Ah, da. Ah, da ging's hoch. Also rüber. Also. Ich höre schon wieder diesen verdammten Krach. Krach. Bist dumm, ne? Ich hätte hier einfach rüberlaufen können. Bist du? Wo bist du? Bist du hier drüben? Nein, tue ich doch gar nicht. Hallo, hier bin ich. Hallo. Da, ich hab dich gesehen. Ich hab dich doch schon gesehen, Bitch. Du läufst mir doch weg. Mann, hier! Da! Mann, wer läuft denn weg und spielt Ticken? So nervtötend. So, 60. Ja, komm. Kann ich mal noch wegtun? Gucken wir mal weiter. Solche scheiß Raider. Wo kommen die eigentlich her? Ich meine, wie viele Menschen? Ich bringe so viele Menschen um. Jetzt muss ich gleich wieder wegen dir nochmal zurück in den anderen. Huch. Habe ich den umgebracht? Ne, hier liegen ganz viele. Hä? Was ist los? Waren die von drüben? Blaster Master! Yay! Kann ich meinen reparieren? Und Steppenrüstung? Nö. Sturmgewehr. Ja, ich glaube, da hatte ich eben schon eins. Yay! Noch mehr, noch mehr. Yay! Noch mehr reparieren. Ich wollte hier eigentlich gar nicht hin, aber ist ja egal. Wieso kann ich hier nicht? Hallo? Daneben nicht. Oh, ein Roboter! Und. Ich bin einmal rumgelaufen. Oh. Kronkorken ist immer schön. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade. Irgendein Fortress oder so habe ich gefunden. Was ziemlich egal ist, aber ich kann ja noch rüber gehen. Ihr könnt mich mal. Ihr seid doof. Ich wollte einen schönen Flammenwerfer benutzen, habe ich jetzt auch wieder vergessen. So, und dann haben wir, müssten wir noch Sturmgewehre haben. Yeah, schön viel Geld. Danke, Leute. Ich fühle mich schlecht, aber irgendwie auch nicht, weil ihr seid dumme Angeber, die eh nicht gut sind. Muss man ja mal sagen. Hier, dann kann ich den hier schön reparieren. Und den auch. Ist eh egal. Weiter geht's. Wie man nicht zu einem Quest kommt mit Gate. Da drüben. Ah, jetzt bin ich in dem. Ich bin verwirrt. Oh, ich bin so verwirrt. Wenn ich da drüben war, dann habe ich die dadurch erschossen. Wo will ich dann hin? Dann kann ich ja hier raus. Hier bin ich runtergesprungen. Oh mein Gott. Dann. Ja, dann genau, bin ich einmal ganz rumgelaufen. Es hat also gar nichts gebracht? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Scheinbar nicht wirklich. Aber ich glaube, ich habe da noch Sachen verpasst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, man könnte hier einfach lang gehen. Why not? Okay, habe ich hier noch Sachen verpasst? Jetzt ja oder nein? Nee, von hier komme ich. Verwirrung pur. Ich würde mir irgendwie eine schöne, gemütliche
Ecke machen, muss ich zugeben. Auch wenn ich Bösewicht wäre oder so. Das sieht mir alles hier zu nicht gemütlich aus. Ich bin nicht mehr gut ausgeruht. Das ging aber schnell. Oh mein Gott. Ja, da will ich jetzt. Na komm, trotzdem. Du schaffst das, du schaffst das. Ich komm da hoch. Ich will da hoch. Oh fuck. Scheinbar komme ich da nicht hoch. Oh fuck. Rückwärts gehen ist vielleicht nicht so gut. Nicht hier. Pack. Hä? Ich habe die Parkour aktiviert. Na dann. Warum nicht? Vielleicht habe ich jemandem damit einen Gefallen getan. Oh, ich habe was Neues gefunden. Aber das ist vielleicht auch gar nichts. Das Geld liegt auf der Straße mit Minen. Und die Erfahrung auch. Mann, war ich dumm. Oh, Fashion! Oh mein Gott, wir haben vielleicht Kleider gefunden. Ach komm, dann gehen wir zu Fashion rein. Yay, Fashion! Spaß! Ihh, Mannequins. Doch kein Spaß. Mannequin-Arsch. Kleidung, Ledergürtel, Vorkriegskleidung. Das ist ja alles scheiße. Ich kriege aber ein paar Hüte, die brauche ich auch nicht. Bisschen Risen-mäßig. Wenn man sich ein bisschen dumm fühlt. So, wir haben Kronkorken, Laserpistole, die mir total egal ist, Mentats und Vorkriegsgeld. Scheiß auf Laserpistolen. Aber wir haben da eine Geschichte eines Dörrfleischverkäufers. Yay, das ist super. Mehr Geld. Falsch Nummer 2. Und wir haben da hinten ein kaputtes Buch. Das ist supidupi. Da hat aber sich jemand richtig Mühe gegeben, das einzurichten. Wow. Mitarbeiter des Monats, würde ich mal sagen. Na, es geht anders, aber okay. Oh, Brillen. Die hat natürlich keiner mitgenommen, warum auch immer. Eine Lesebrille oder eine Brille einfach nur. Nö, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ich gucke mich ja selbst nie wirklich an. Mütze, wir haben hier das, wir haben Kleidung, Spaziergänger, Outfit. Und das ist, denke ich mal, die Umkleide. Wo ist denn hier das Loch in der Wand, wo man durchgucken kann? Spiegel. Das war's. Okay. Ja, danke für falschen Plus. Das war nett. Aber ansonsten nichts Wichtiges. Dann gehen wir da drüben nochmal ins Café, wenn wir das denn dürfen. Aber ernsthaft, die haben alle keine Dusche. Ich meine, jetzt nicht zu duschen, ich musste ganz schön stinken, weil keiner Wasser hat und keiner will radioaktiv wa sich waschen. Dupont East habe ich gefunden. Dabei will ich doch eigentlich nur eine Sache: ein paar Ratten hauen. Da unten geht's weiter runter. War da eine Grille gerade? Really? Warum sind die nicht groß geworden? Und Vögel sehe ich auch nicht. Was ist denn jetzt hier unten? Legen mal wieder Tote. Oh, Entschuldigung, Baby. Entschuldigung. Entschuldigung. So, was haben wir hier? Ich bin total ruhig. Zum Glück kann mich die Gegner nicht hören. Dann komm. Söldner der Talon.
wieder zurückgeht. Das ist ja nett von dir, dass er zurückgeht und dass der Kopf bleibt und der Körper wegfliegt. I like. Puh, zum Glück hört mich jetzt keiner mehr. Impulsgranaten. Kampfflinte habe ich, glaube ich, sogar noch zum Zusammenbauen. Ja. Lazarettenschutzpatron, Kampfrüstung. Nö, das ist mir zu schwer. Das kannst du anbehalten, Mr. Smith. Zumal das sowieso nicht sexy wäre, dich jetzt auszusehen, das wäre wieder ekelhaft. Guru ekelhaft. Ah. Oh. Killt sie alle! Ja, komm. Und nicht so. Bäm! Ohne Flasche an Kopf bist du verrückt! Nein! Steht plötzlich hinter ihm ein Typ mit einer Knarre und schießt ihn runter. Dabei ist er nur imaginär. Die imaginäre Kraft. Oh yeah. Wie bei Kevin und Hobbes, oder wie das heißt. Und auch hier Edna und so. Entschärfen natürlich. Yay, 3 Granaten erhalten. Yippie. Oh, der hat diesmal... Oh mein Gott, guck mal, wie viel Geld das gibt. Die werde ich erstmal alle jetzt sammeln. Und am Ende richtig gut verkaufen. Nee, nee, nee. Das ist trotzdem 16. Ich könnte mal probieren, beide zu nehmen und heil zu machen. Vielleicht bringt es ja mehr. Aber meine jetzige... hat ja... Nee, warte. War nicht so toll. Ist auch 25. Gehen wir gleich nochmal zurück und machen den ziehen den anderen doch nochmal aus. Du hast ein Bein voll. Oh, Entschuldigung, gut. Warum sind die eigentlich hier? Warum suchen die hier nach mir? Okay, sie müssen überall suchen, ne? Aber. So, gucken wir mal, ob die besser ist, die Kleidung. Die Dollung Kampfrüstung. Da. 19. Man könnte sie auf 22 erhöhen. Ja, da kommt, da müssen wir mal ganz kurz zurück. Weil wir haben gerade die Kampfrüstung. Die gibt 18 und wir haben Talon Kampfrüstung 19 schon. Ja, dann rüsten wir die mal aus und reparieren sie. Obwohl, verkaufen wir auch cool. Aber plus 3. Jo, warum nicht? Und der Chinese, die will ich irgendwie nicht heil machen, weil ich die lieber verkaufen möchte später. Ja, die werde ich jetzt sammeln. Die haben so viel Geld. Ist so gut. Da die Kampfflinte. Ich mag die irgendwie nicht. Irgendwie hat die mir noch nie wirklich gute Dienste geleistet. Mal gucken. Wenn alle Stricke reißen, ist das immer ganz gut. Den Flammenwerfer nehmen wir jetzt einfach mal. Aus Spaß. Hihi, weil wir es können. Wuhu. Aua. Wir können aber nicht, ohne irgendwo gegen zu laufen. Hallo. Warum seid ihr unten gewesen? Ich meine, nein, dann wiederum aber unten, wirklich. Die haben doch irgendwie was anderes gemacht. Also, die hatten keinen Bock zu arbeiten. Das war jetzt einfach nur Zufall, dass sie mich gesehen haben. Besser gesagt, ich habe sie gefunden. Ist immer so bei dem Spiel. Hä? Auf wen haben die geschossen? Hä? Auf wen schießen die da? Okay. Oh mein Gott. Tschüss. Sollen die sich ja mal selbst umbringen? Warten wir mal ab. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay.
Nö, soll er mal ein bisschen brennen. Lol. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Gate. Oh. Ah, ich bin Eva Marie. Okay, schon gut. Jo, kann ich meinen gleich heil machen? Na, Supermutant, was hast du denn so? Nö, das ist langweilig. Die Minigun ist mir zu schwer. Das muss nicht sein. Und du? Auch eine scheiß Jagdflinte, aber Munition ist immer gut. Give me your Munition. Wo waren da andere? Hallo? War da nicht noch jemand? Eins. Na, was soll's. Besser als gar nichts. Das fand ich lustig jetzt. Da haben sie ihn umgebracht. Ha, hatte noch schöne knusprige Eiswürfel. Oh mein Gott. Lasergewehr bringt auch so viel. Nehme ich mit. Und eine gute Kampfrüstung, Aufwertung. Aber brauche ich nicht. Ich habe einen gesehen. Ich muss besser reparieren werden. Hey, wartet kurz. Das machen wir, indem wir uns einfach kurz ein Reparieren verbessern. Und jetzt das um 3% erhöhen. Yay. I'm so cool. Wo geht's denn jetzt lang? Haben die eine Party hier? Das war die Polizei und die haben zu laut gefeiert, die Mutanten. Macht Sinn. Mit ihren Freunden, den Skeletten. Der hat's übertrieben hier und jetzt voll besoffen umgekippt. Ach Mann, die Jugend, ey. Richtig schlimm. Kotzbottich hier. Entschuldigung. Schlafen Sie weiter. Ich kann nichts sehen. Ich möchte gern irgendwie was haben. Irgendwas Cooles. Ich gucke hier auf dem Boden rum. Hey! Geht nach Hause, Leute. Geht nach Hause. Hier gibt's nichts mehr. Oh mein Gott. Warum gibt's hier eine. Na, schon gut. Zwei Stimpaks, yay! Altmetall und Sondermetall, yay! Ja, ich sag aber mal yay. Yay! Und aber ich möchte gerne meine. Oh, gib mir meine Wackelpudding. Ja, ist egal. Heißt ab sofort Wackelpudding. Ich will halt Wackelpudding. Vielleicht kaufe ich mir nachher einfach mal einen Wackelpudding aus Prinzip, damit ich das aus dem Kopf hab. Das war's. Man sollte meinen, es gibt mehr Erste Hilfe bei einem Krankenhaus. Aber okay. Sind noch nicht durch. Uhuhu, wie ich euch alle umgebracht habe. Nicht wirklich. What the fuck? Wo ist der? Oh mein Gott! Oh mein Gott. Der ist auch böse? Das Roboterhirn? Oh Mann. Was ist gerade passiert? Was war das denn jetzt? Okay, dann machen wir jetzt was anderes. Wir holen uns so eine Impuls- Granate und werden einfach mal ihn hier. Nein, warte. Hä? Okay. Haha, Impulsgranate hatte ich sofort flach gelegt. Nee. Und den anderen machen wir jetzt schön mit dem Rösti weg. Ja, du bist aber stolz auf deine, ne? Und tschüss.
Wursch, war das geil. Von unten. Ah. I am so great. I am so great. Mit Impuls hier. Mit Impuls. Du bist ja gar nicht verbrannt. Ach. Hast du doch hier Impuls da. Oh, schon wieder Chinesisches. Und meine Rüstung muss ich bestimmt auch wieder reparieren jetzt. Weil ich bin eben voll heftig bäm weggehauen worden. Das war ganz schön gemein. Blödes Bitch-Teil. Du warst das, oder? Du hast das gemacht. Ich dachte, wir wären Freunde. Es tut mir leid, Lassie, aber du hast die Tollwut und du hast Opa umgebracht. Okay, niemand mochte Opa, aber trotzdem, dann hast du danach auch noch die Kleine aus dem Supermarkt umgebracht und die fand ich total süß. Also, Lassie, ich muss dich leider töten. Guck mich nicht so an. Brenne in Frieden. Oh. Da waren aber welche hier wieder fleißig. Oh, will ich mitnehmen, aber nein, 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 nein. Da hat das Roboterhirn aber gute Arbeit geleistet. Da will ich noch nicht hin. Wie die hier liegen, total. Lass mich schlafen. Oh, shit. Ich werde jetzt erstmal was essen. Wo geht's denn lang? Wo soll ich lang? Ich bin so verwirrt. Oh, what the fuck? Den will ich eigentlich nicht weghauen. Ich möchte den Arm. Den kann ich ruhig. Boom, boom. Haha, Arm gebrochen. Boah, gehst einfach mit einem Hammer auf andere Leute los. Was bist du denn für ein Arsch? Echt mal. Echt mal. Finde ich nicht gut. Hat er sich versteckt oder? Was war los? Ich habe nur noch 19, das heißt ein paar. Könnte ich auch mal wieder einsammeln. Ist einfach so schöne Munition, ne? Ist einfach so easy. Ein Hammer ins Gesicht ist ja wirklich nicht so schön. Hier gibt's nichts. Mann, ey. Ich werde aggressiv und werf mit Eimern rum. Ich will hier schlafen. Verdammt, ich kann nicht schlafen. Ja, dann müssen Sie mal gucken, ob Sie Stress haben. Vielleicht eine Massage. Nö, ich kann einfach nicht schlafen. Oh, hier kann ich schlafen. Oh, hier ist Terpentin. Oh, da kann ich noch besser schlafen mit Terpentin. Ja, mitten in der Nacht. Oh, ich mache wieder Lärm mitten in der Nacht. Oh, die Polizei soll doch kommen und mich einsperren. Ich bin rebellisch. Ich bin hier voll... Boah, fight the power. Leere Brauseflasche. Das war langweilig. Wieso gibt's hier nichts? Dann habe ich ihn ganz umsonst umgebracht. Ich hab dich ganz umsonst umgebracht. Mit einem Holzhammer. Nee, ich meine, du hattest einen Holzhammer. Egal. Gucken wir weiter. Lustig, wie die sich gegenseitig bekriegen. Oh, fuck. So. Vorkriegsbuch muss ich aufpassen. Darf ich nicht weggeben. Und... Kuckuck. Aua. Ja. Ich werde deine Arme fressen, wenn du tot bist, Menschler. Du willst meine Arme fressen? Wow. Wow! Where are you from? Rache?
Boah. Guck mal, oh, wie süß. Ihr habt dann da liegen Sandwich. Sandwich. Oh nein, ich hab mich ausgeschlossen. Ich Dummerle. Oh, ist das süß, ihr drei. Habt ihr eine Dreierbeziehung, oder? Ah, nee, ich sehe schon. Die beiden sind zusammen, aber eher, guck mal. Ja, schön an Arsch. Okay, ihr habt keine Köpfe, irgendwie ist das eklig so. Na, was hattet ihr so? Eine Jagdflinte. Der hatte den Minigun. Egal. Das war lustig. Lass uns das später nochmal spielen. Aber jetzt schlaft erstmal eine Runde. Ihr seid so süß zusammen. Oh. Ich glaube, ich habe wieder mal jemanden sprechen hören. Wieso können Mutanten eigentlich die Stimme? Oh, ganz viel Terpentin. Geil. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut. Ich hab's verstanden. Was ist das? Ah, Krücken. Natürlich, wir sind ja im Krankenhaus, glaube ich. Ah, ich habe gesehen, dass er leer stand. Ich habe nur keine Ahnung, warum ich gedrückt habe. Lasst mich in Ruhe. Ich hoffe halt immer noch. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. So, da oben. Alles leer. Boah. Ich glaube, die Mutanten sind besser Raider als die Raider. Mann. Was haben wir denn hier? Staubsauger? Da oben. Eine Pinzette. Epic Win. Nein. Ich weiß ja, wo sie ist, wenn ich sie brauche irgendwann. Hoffentlich nie. Ich hab so Angst. Hier ist nichts, was irgendwie hilfreich wäre. Wenn es wenigstens eine Zeitschrift geben würde mit ja, Medizin. Das wäre ja ganz gut. Ja, ich hab's verstanden. Mutanten können das ab. Warte, ich bin kein Mutant. Ich kann es trotzdem ab, weil ich toll bin. Cool. So, hier ist also nichts gewesen. Ohne Chosen ist meiner losen. Oh nein, ich bin wirklich im Krankenhaus. Oh fuck, die Wand an. Jetzt macht das sogar Sinn, dieses Piep. Ausnahmsweise mal. Ich habe immer gerne Emergency Room geguckt. Ich habe alle Staffeln auf DVD und habe mir die immer reingezogen. Also eigentlich müsste ich jetzt ziemlich gut klarkommen. Ich hab schon verloren. Ich komm nicht mehr raus. Ich mach das Licht aus. Herr Doktor. Wir brauchen hier einen Arzt. Ich bin ja ein Arzt. Ich habe ja auch eine Operation einfach mal so gemacht. Also so gesehen. Natürlich, OP-Schläuche werden hier total steril einfach auf ein Metall oder auf hier auf... auf so ein Regal getan. Oh, fuck. Gefunden. Der freut sich. Der hat sich gefreut, mich mal zu finden. Und das war wie ein Horrorfilm, wie er plötzlich hingeguckt hat. Und tschüss. Und das ist auch ein Horrorfilm. Bloß, das passiert meistens mit dem Bösewicht nicht so schnell. Die Mutanten haben das hier eingenommen. Das ist ja auch irgendwie scheiße von denen, ne?